Moin, moin, zurück auf der Sebastopol, wo wir im vollen Alarmzustand sind. In dieser Anlage sind Synthetikraffenfehler tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen. So, und diesmal muss ich mich mal ein bisschen geschickter anstellen. Ich hoffe, das gelingt mir irgendwie. Und vor allen Dingen werde ich jetzt dauerhaft schleichen. So, nochmal einen Blick auf die Karte. Ja, da waren ja irgendwie noch Plünderer zu sehen. Die muss ich irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen was aus dem Inventar ausprobieren. Ach so, übrigens, ich bin doch ein paar Mal gefragt worden, ob ich mir schon andere Let's Plays angeguckt habe von Alien Isolation. Und die Antwort ist nein. Ich habe mir keine anderen Let's Plays angeschaut. Weil ich das Let's Play auch gerne unbeeinflusst machen möchte. Also es kann sein, im Vergleich zu anderen bin ich vielleicht grottenschlecht oder so. Ist mir eigentlich auch wurscht. Ich mache das so auf meine Weise, spiele ich das. Und ich habe auch keine Lust, wenn einer das Spiel kennt und rusht einfach da so durch. Das finde ich immer, ja, eher nicht so interessant, sondern man muss ja auch sehen, ja, das sind Misserfolge und da wurde man vom Alien geschnappt, ja, dann ist das eben so, ne? Aber so durchspielen, so, oh, ich bin der Hardcore-Mensch jetzt, ne? Finde ich persönlich langweilig. Urteilt selber, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt, aber ich finde, man muss das so spielen, wie es kommt. Was ist das denn? Aha. Das ist ja auch physikalisch hochinteressant, ne? So. Ja. Sehr interessant. Kann ich die Waffe nehmen? Nee. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das Spiel steckt doch voller Überraschungen, ja. So, diese Luke führt uns allerdings nirgendwo hin. Ja, auch. Fliegende Pistolen, rauchende Colts, genau. Kennt ihr auch noch, ne? So. Ich muss da runter. Ich sehe schon. Jetzt will ich mal was sehen. Elektroschocker, Revolver. Könnte ich eigentlich auch mal nachladen. Los. Schade, dass ich den Geräuschemacher nicht aussuchen kann. Das finde ich ein bisschen. Aha. Sehr interessant. Sehr interessant. Und habt ihr das gesehen? Der Plünderer ist von den Aliens. Was heißt Aliens? Von den Alien völlig ignoriert worden. Das finde ich ja auch. Mal kommt man sehen, der lief da mit einer Waffe herum. Und das interessiert das Alien überhaupt nicht. Das finde ich ja bemerkenswert. Aber wie kann ich denn den Geräuschen?
Ich weiß gar nicht, wie man das aus dem Inventar aussuchen kann. Jetzt habe ich einen Elektroschocker. Ach so, okay, alles klar. Die Pistolen sind weg. Ja. Vielleicht hält sich hier David Copperfield auf oder so. Alien hat schon was gefunden. So habe ich mir das vorgestellt. Weil das Ding ist ja sofort auf mich zugekommen, ne? Und ignoriert einfach den anderen Burschen. Ich muss den Gang weitergehen, weil hier ist ja gesperrt. Da ist gesperrt. Ja, vielleicht komme ich auch hier durch, das hier unten durch. Da könnte ich mir wenigstens den Gang da oben sparen. So, das hatten wir aber, glaube ich, schon, ne? Oder? Ei! Meine Güte! Ist das ein Scheißviech? Ja, da hat man aber keine Sekunde Ruhe mehr irgendwo. Und einmal aus der Hocke gekommen, das war's auch schon. Nee, das muss ich anders machen. So. Da sappert das durch. Dieses sappernde Viech. Deswegen kann ich von hier aus schon werfen. Thank you.
Oh. Alter Verwalter, das kann doch nicht wahr sein. Und das Alien reagiert überhaupt nicht auf diesen Geräuschemacher da. Warum nicht? Warum reagiert das da nicht drauf? Ich will noch mal was gucken. Gibt es da noch eine? Strom wiederherstellen. Ne, oh Gott, da geht's nicht. Alien reagiert überhaupt nicht. Oh, ein Schuss im Revolver, das ist ja klasse. Scheibenkleister. So, jetzt kommt das Alien, wo es zu spät ist. Jetzt kommt das Alien. Oh Mann. Ja, wenn man hier nicht einen Plan hat, dann... Dann ist man irgendwie im Eimer. Weil es reagiert gar nicht darauf. Ja, Sabba, Sabba, Sabba. Daneben geworfen. Vor allen Dingen, wenn sie ihren Revolver nachlädt, dass da nur eine Patrone reinkommt. Ne? Jetzt!
Tja. Ausgerechnet da ist das reingegangen, ne? Alter Verwalter. Scheiße. Meine Güte. Nochmal, ja. Weil es so schön war. Ich meine, jetzt ist der Plan ja fast klar gewesen, ne? Ja. Synthetenkrankenpfleger, ja, die kann ich auch gut gebrauchen. Ja, ja, ich muss jetzt diesen Schacht locken, das ist das genau. Genau. Das war Plan B. Also wie ich die loswerde, weiß ich schon. Aber komme ich an das verflixte Alien vorbei. Ist da hinten irgendwo? Kommt mir dieses Alien-Viech genau entgegen. Ne? Oh oh. Na, hat das noch mehr Beute gefunden, oder was? Ah. Ja, ich darf das Gerät ja nicht zu lange. Ist er jetzt hingelaufen? Leise, leise, leise. Aber den bisherigen Erfolg, den wollen wir doch mal festhalten, oder? Besser ist. Eigentlich irgendein Flur, wo das Viech mal nicht ist. Ach, da hinten ist er. Wo bist du? Katz und Maus. Thank you.
irgendwo auf der linken Seite. Da ist er. Ja, wir müssen da weiter schleichen. Hier weiter runter, links in den Korridor. Ja. Und ihr merkt schon, ne, das Ding hat irgendwie Activia gefressen oder so. Dass ich durcheinander komme. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Bastel mit dem Bastelbastel. Rauchgranate. Da habe ich wohl. Da ist wohl scheinbar das Inventar voll. Da fehlt mir immer noch was. Rohrbombe. Fehlt mir auch noch was. Aber ich glaube auch nicht, dass mir das irgendwas nützen würde. Da irgendwo. Der Mann im Rollstuhl ist auch noch da. Da, ich muss mich hier schleichen wie so eine Maus. Exit, das klingt doch schon ganz nett, oder? Ja, such das, Fressi. Such das, Fressi. Alles ohne Ton gehört aber dazu. Glaube ich jedenfalls. Entkommen Sie.
Okay. Barbecue. Zum Geier bin ich hier gelandet. Aber erstmal weg vom Alien, das ist ja auch die Hauptsache. Ja, und ich würde sagen, bevor es weitergeht, legen wir mal eine kleine Pause ein. Bis gleich, Leute.